Und dann sind wir schon bei dem großen Finale, bei dem A-Lauf. Das ist die vierte der deutschen Hallenmeisterschaften vom Athletics-Team Karben. Das ist Lara Tortell. Neben ihr, da steht eine pfeilschnelle Athletin aus Berlin, Jennifer Hauke. Auf der 2 innen, da steht eine weitere talentierte Athletin vom SWC Regensburg, Lisa Lankes. Auf der Bahn 2, da steht eine Schnellathletin aus Singapur. Sie lebt unter anderem in München, Chui Ling Go. Auf der Bahn 3 innen eine schnelle Österreicherin im Dress der New Balance, Caroline Bredlinger. Neben ihr vom der LG Würm Athletik, das ist Karin Dobiasch. Auf der Bahn 4 innen im blauen Dress des TSG Bruchsal, Helena Schenk. Neben ihr mit der 480, da steht die Athletin der LC Neufurt, auch eine Österreicherin, das ist Nicole Brauchner. Auf der Bahn 5 innen, da steht die sechste der U20-Europameisterschaften 2021, die Schweizerin Lea Ammann. Neben ihr eine weitere Athletin des Athletics-Teams Hekam, Charlotte Augenstein. Und hier auf der 6 innen, da haben wir die U20-Vizemeisterin der deutschen Meisterschaften in der U20. Sie trainiert mit dem OAC, war den ganzen Winter eigentlich in der Höhe gewesen. Das ist Fabiane Meyer. Und neben ihr eine Athletin des LG Ecktal wird voraussichtlich im Herbst nach München ziehen, in die 800 Meter Hochburg-Truppe von Andi Knauer, Nele Göhl. Ja, der Augenmerk muss hier auf jeden Fall auch unter anderem neben Nele Göhl, Jennifer Hauke, Lara Tortell auch auf Fabiane Meyer liegen, die Dame des OAC. Sie hat gezeigt über die 1500 Meter, dass sie durchaus in der Lage ist, ein schnelles Rennen zu laufen, dass sie durchaus fit ist, aber die 800, das ist nochmal ein anderer Paar Schuhe, das ist nochmal ein anderer Schritt, ein anderer Stiefel, und es ist Jennifer Hauke, die zur 200 da, 30er Durchgangszeit vorne weggeht, dicht gefolgt von Nele Göhl, dann Lara Tortell, ihr Bruder, später hier auch am Start, ein pfeilschneller 1500 Meter Läufer, also die Tortells generell eine pfeilschnelle Familie, und dann ist es Fabiane Meyer auf der 4 vor der Schweizerin, der Österreicherin, ich möchte korrigieren, Caroline Brendlinger auf der 4. Jetzt schiebt sich der Außen an Fabiane Meyer vorbei, aber es ist Jennifer Hauke. Durchgang an der 461,52. Das ist nicht wirklich schnell, aber es ist natürlich auch nicht langsam. Vorne weiter Jennifer Hauke. Zuletzt in Weinheim gelaufen, auch in Rehlingen gelaufen, und dann ist es Nele Göhl, und die hat sich da so richtig festgebissen. Aber die Österreicherin Caroline Bredlinger, die hat sich da so langsam vorgeschoben. Lara Tortell versucht sich da festzubeißen. 200 Meter sind es jetzt noch. Fabiane Meyer hängt da auch noch mit dran. Da ist auf jeden Fall der Drops noch nicht gelutscht. Jetzt ist die Frage, kann Jennifer Hauke das so nach Hause bringen? Sie drückt da richtig aufs Gaspedal. Sie sehen es, da geht so ein bisschen Licht zwischen die beiden. Nele Göhl fällt da leicht zurück, aber die Österreicherin, die lässt da keine Sekunde vergehen. Schaltet direkt auf Attacke, läuft die Lücke jetzt zu Jennifer Hauke. Die Berlinerin, Lara Tortell, kommt da auch außen vorbei mit schönem Schritt. Zuletzt ja immer wieder ein bisschen mit der Form gekämpft. Aber es ist Carolina Bredlinger, die sich da durchsetzt gegen Jennifer Hauke. Und jetzt kommt Lara Tortell auf den letzten Metern. Die versucht es ja lang zu machen. Auch Fabiane Meyer, die beißt sich da noch ran. Wird sie Tortell noch schlagen? Ja, es ist Meyer vor Tortell. Aber ganz vorne, das ist die Österreicherin. Das ist Caroline Bredlinger. 2:05:34 ihre Siegerzeit. Jennifer Hauke da lange, lange Zeit im Wind gestanden. Mutiges, mutiges Rennen der Berlinerin. Muss leider hinten raus einige Plätze büßen. Fabiane Meyer bleibt 2:06:03 in diesem Rennen. Ganz, ganz knapp vor Lara Tortell. 2:06:07. Sie auch ein starkes Rennen gelaufen. Clever von der Athletin des Athletics-Team Karben, lange beobachtet. Am Ende auf den letzten 30 Metern, da fehlt hier so ein wenig der Schritt hier
sehen Sie es, den Zeitpunkt, wo Nele Göhl ein wenig den Anker wirft. Caroline Bredlinger da taktisch brutal clever außen vorbeigegangen. Und entscheidet dieses Rennen an der Stelle.